Dann würde ich sagen, wir brauchen für heute, ihr Lieben, irgendwie ein Handtuch oder ein Band, weil wir heute viele Haltungen einnehmen werden, wo wir nicht unbedingt mit den Händen und den, also das Ziel ist es natürlich irgendwann, das ohne Band oder Handtuch zu schaffen. Aber da wir heute solche Haltungen machen werden, wo wir zum Beispiel hier versuchen, dann hinten uns zu umgreifen, reicht manchmal die Armlänge nicht. Und dafür ist halt vielleicht ein Handtuch oder ein Band, Also da also reicht das irgendwas, was schon Handtuch, stabil da ist. reicht das aber auch nicht, oder? Von der Länge. Ja, kommt drauf an. Also guck mal, zum Beispiel, damit du so einen Eindruck für die Länge bekommst, haben wir quasi so eine Haltung, wo du versuchst, quasi hier zu umgreifen. Okay, ja, das Das finde kann schon, ich. also ich brauche nicht länger als so, Guck mal, das kriege ich locker hin, theoretisch. ja. Die Stellung kann ich, ja. Ich glaube, das kriegen wir hin. Genauso halt dann auch solche, das hier zum Beispiel, ne, weil jetzt hier nicht so richtig zusammenkommt oder so. Also wir haben da heute einiges vor, deswegen habt irgendwas parat, wo ihr eure Arme mit verlängern könnt. Okay. Coco, Okidoki! Gadgetto-Arme. Ja, das stimmt. Wir waren, als wir im Moviepark waren, gab es da so einen richtigen Schlangenmensch, ne, der dann quasi auch wirklich so mit seinen Armen dann hier so Hat sich durch und dann. inspirieren lassen. Genau. Was? Okay, so, ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel Spaß bei unserem heutigen Yoga Flow. Ich bin gespannt, was ihr zu den neuen Übungen sagt, die ich euch Ja, mitgebracht habe. Dann dir drücke ich auch viel nochmal. Spaß mit uns, gell? Ja, sehr gern. Dankeschön. So, warte. Da. Ich muss noch mal ganz kurz. Recording in progress. Oh, die Susi Oh. hat ja auch eine Katze. Ja. Oh. Ich Also, dachte mir, was können wir jetzt mal hier macht anfangen? Das hält ja keiner aus hier, man? Mensch. Oh. Oh, da kommt die Lisa noch. Warte, lass mal die Lisa eben noch rein. Lisa ist wieder am Lisa Start. ist wieder am Start. Sieht so aus. Lisa! Guck, der Jochen kann so Leibdick. Ja, sitzen, wie wir gestern sitzen wollten. da ist die Fassen wir Lisa. Le zusammen. Lisa lebt. Jawohl! Lisa ist wieder am Wie Leben. geht's dir, Lisa? Ja, ich bin noch leicht verschnupft, aber es wird. Ich denke, Yoga ist heute genau richtig. Aber siehst, Perfekt, es das hat wollte sich ich auf jeden hören. Fall schon gelohnt, dass du heute dabei bist, weil du hast Stühle, die ich mir bestellt habe. Die sehe ich jetzt gerade. Ja. Ja, die sehen gut aus. Okay. Wirklich. Geil. Jochen, vor allem, wenn man dir nur in den Schritt gucken kann, man sieht dein Gesicht nicht. Ist auch schön. Man sieht nur das Gemächt. Alles Das das Gemächt. Gemächt. Bevor wir anfangen, schau mal, dass du vielleicht irgendwas hast wie ein Handtuch oder ein Band oder irgendwie sowas, was du nachher als Verlängerung für deine Arme benutzen kannst. Weil das könntest du nachher eventuell brauchen. Also ein Handtuch geht auch. Es muss jetzt nicht so ein dünnes Band sein wie das, was ich jetzt habe, hier so ein Yoga-Band. Okay, Aber ja. irgendwas, was du nachher zur Verlängerung für deine Arme benutzen kannst. Handtuch geht auch gut. Okay, suche ich mal. Okay, gut, dann Aufstellung, ihr Lieben. Dann machen wir die Musik immer on. So, Moment. So, die wird natürlich jetzt immer noch ein bisschen lauter. Von der Lautstärke her, hört ihr die Musik jetzt gerade überhaupt? Ja? Ja. Okay, wenn es sonst gleich zu laut wird, sagt mir Bescheid, dann mache ich die wieder ein bisschen leiser oder wenn sie euch zu leise ist. Okay, dann stellt euch erstmal irgendwo auf, ihr Lieben, zwischen Hüft- und Schulterbreit, Knie leicht gebeugt, kippen das Becken nach vorne, die Schultern zurück und lassen die Arme ganz entspannt hängen. Schließe für den Anfang einmal deine Augen und komm ganz hier in diesem Moment an. Atme für dich mal tief ein und aus. Und spüre mit den Füßen den Boden unter dir. Und fühle mal von unten nach oben durch deinen Körper durch, wie es dir geht. Du Verspannungen spürst. Ganz wertfrei, ob Gedanken umherkreisen, ob du Gefühle wahrnehmen kannst. Ganz urteilsfrei. Alles darf in diesem Moment sein. Und dann leg mal deine linke Hand auf deinen Bauchnabel, die rechte darüber und atme bewusst tief in deinen Bauch ein und aus. Versuche ihn wirklich immer wie so ein Luftballon mit Luft zu befüllen. Manchmal fühlt sich das auch ein bisschen komisch an, in den Bauch zu atmen. Versuche hier wirklich mal tief ein- und auszuatmen. Und
Dann geh dir noch einen tiefen Atemzug in den Bauch. Danach ziehst du deine Hände ein Stückchen höher, rechts und links auf deine Rippenbögen und atmest bewusst in deinen Brustkorb ein und aus. Spürst richtig, wie dein Brustkorb sich öffnet und wieder schließt, die Rippen gegen deine Hände drücken und sich wieder entspannen. Noch ein tiefer Atemzug. Mit dem Ausatmen löse dann auch wieder deine Arme. Lass die Augen gerne noch geschlossen. Und mit dem nächsten Einatmen heb die Arme über die Seite bis lang nach oben über deinen Kopf. Zieh dich lang. Leg die Handflächen übereinander. Und mit dem Ausatmen führst du die Arme über die Mitte deines Körpers zum Boden nach unten. Mit dem Einatmen eine große öffnende Bewegung bis lang nach oben. Mit dem Ausatmen über die Mitte zum Boden nach unten. Schaffe Raum und Platz für dich mit dem Einatmen und drücke alles, was du nicht mehr brauchst, was dir nicht mehr dienlich ist. Situationen aus der Woche, Zweifel, Ärger, all das darfst du in den Boden verabschieden. Einfach loslassen. Wiederhole das noch einmal für dich. Und dann atmest du noch einmal tief ein und bleibst an der höchsten Stelle stehen. Mach dich so groß und lang, wie du kannst und kommst bis auf die Fußspitzen nach oben hoch. Jawohl. Konzentriere dich auf dein Gleichgewicht. Auch hier urteilsfrei. Wackeln ist okay. Muss, darf alles nicht sein oder sein. Und dann setze langsam deine Fersen wieder ab. Öffne deine Arme, wenn du magst, deine Augen, musst du aber nicht. Und kreise deine Schulter nach hinten zurück. Nutze die ganze Bewegung, die deine Schulter zulässt. Richtig nach vorne, oben, hinten und tief. Sei neugierig, schau, was dein Körper heute an Bewegungsumfang leistet. Und dann nimm die Ellbogen dazu und lass die Bewegung etwas größer werden. Und nimm deinen oberen Rücken ruhig schon ein bisschen dabei mit. Richtig schön rund werden in der Brustwirbelsäule. Brust richtig schön öffnen. Und dann lass die Arme lang werden. Auch hier den oberen Rücken schön mitbewegen. Und sei neugierig, wie weit du deine Arme nach hinten bewegen kannst. Und dann laufen wir mit den Händen oder lassen uns nach unten fallen, ziehen uns dann dabei wieder lang nach oben, öffnen die Arme wieder, bleiben in der kreisenden Bewegung, machen die Bewegung nur größer, bis zum Boden, bis zu den Füßen, ziehen uns lang nach oben, öffnen die Arme nach hinten. Letztes Mal. Schüttelst du dich einmal locker und entspannt aus. Kommst ganz nach vorne an deine Position und hier starten wir einmal mit dem Sonnengruß. Vorne angekommen, atmest du einmal von unten nach oben tief ein, zieh dich lang. Mit dem Ausatmen lass den Oberkörper fallen. Jetzt lass dich hier erstmal auf die Dehnung ein, lass den Kopf hängen, lass die Schultern, lass die Arme hängen, spüre die Dehnung in der Oberschenkelrückseite und arbeite mit deiner Atmung, nicht dagegen. Mit jedem Ausatmen lässt du mehr und mehr an Blockaden los.
Atme zwischendrin auch immer mal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Mit dem nächsten Ausatmen leg deine Hände auf die Matte ab. Und mit dem Einatmen tritt in die Brettposition, in die hohe Planke zurück. Und auch hier halte die Position. Spüre die Kraft und die Macht in deinem Bauch, in deinem Beckenboden, in deinem unteren Rücken, in deinem gesamten Körper. Und versuche auch mal hier bewusst durch die Nase ein und durch den Mund auszuatmen. Mit dem nächsten Ausatmen schieb dein Gesäß in den Himmel nach oben, drück die Brust Richtung Knie und zieh die Fersen dann aktiv zum Boden nach unten runter. Auch hier behalte deine Atmung bei, durch die Nase ein und mit dem Ausatmen immer mehr auf die Dehnung einlassen. Und laufe ruhig jetzt mal so ein bisschen abwechselnd mit den Fersen zum Boden nach unten runter. Zieh nochmal beide Fersen gleichmäßig. Mit dem nächsten Einatmen schieb dich in die Planke nach vorne und lass dich durch die Liegestütze nach unten ab. Mach die Füße lang. Mit dem Ausatmen drück den Oberkörper nach oben hoch. Der Blick geht in den Himmel. Zieh die gesamte vordere Seite, deine Bauchdecke lang. Und atme auch hier tief ein und aus. Mit dem nächsten Einatmen senke dich wieder, stell die Fußspitzen auf und atme in den herabschauenden Hund wieder aus. Also Po in den Himmel, Brust Richtung Knie und Fersen aktiv runter. Wenn du magst, gerne nochmal abwechselnd ein wenig laufen. Nochmal beide Fersen gleichmäßig tief ziehen. Mit dem nächsten Einatmen komm mit einem Fuß wieder einen großen Schritt zwischen deine Hände nach vorne. Zieh den anderen Fuß hinterher. Mit dem Ausatmen streck die Beine. Und mit dem Einatmen komm mit den Händen wieder von unten nach oben, lang nach oben. Und atme über die Seite aus. Sehr gut. Direkt noch einmal. Atme von unten nach oben tief ein. Atme aus, lass dich fallen. Verweile hier nochmal einen Moment, atme nochmal tief durch, lass dich auf die Dehnung ein. Mit dem nächsten Ausatmen leg die Hände auf und atme ein in die Brettposition. Auch hier spüre nochmal genau in deinen Körper, spüre die Muskelspannung, spüre die Kraft, die Anspannung. Und mit deinem nächsten Ausatmen darfst du in den herabschauenden Hund. Halte den Rücken schön gerade und spüre bewusst die Dehnung in der Oberschenkelrückseite, in den Waden. Mit dem nächsten Einatmen schieb dich wieder nach vorne. Lass dich runter durch die Liegestütze. Mach die Füße lang und mit deinem Ausatmen drückst du den Oberkörper nach oben. Blick geht in den Himmel. Mit dem nächsten Einatmen senke dich, stell die Fußspitzen wieder auf. Atme in den herabschauenden Hund wieder aus. Mhm.
Mit deinem nächsten Einatmen komm wieder einen großen Schritt zwischen deine Hände nach vorne. Zieh den anderen Fuß hinterher. Atme aus, streck die Beine. Mit dem nächsten Einatmen zieh dich wieder von unten nach oben lang. Und über die Seite aus. Versuchen wir wirklich mal nur einen Atemzug pro Bewegung für 2 Runden durchzugehen. Okay, also atme wirklich richtig tief ein und aus. Und wenn du merkst, du atmest etwas anders als ich, geh ganz in deinem Tempo weiter. Atme tief von unten nach oben ein. Atme aus, lass dich fallen. Leg die Hände auf, atme ein in die Brettposition. Aus in den herabschauenden Hund. Atme ein, lass dich runter. Aus in den heraufschauenden Hund. Einatmen, senken. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, komm nach vorne. Ausatmen, streck die Beine. Einatmen, zieh dich lang. Und über die Seite aus. Atme einmal durch. Und dann in die zweite Runde. Atme von unten nach oben tief ein. Atme aus, lass dich fallen. Atme ein in die Brettposition. Aus in den herabschauenden Hund. Einatmen, leg dich ab. Aus in den heraufschauenden Hund. Einatmen, senken. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, komm nach vorne. Ausatmen, streck die Beine. Einatmen, zieh dich lang und über die Seite aus. Dann locker dich, schüttel alles von dir ab. Wer einen Schluck trinken möchte, darf gerne einen Schluck trinken. Und sonst habt auf jeden Fall für gleich schon mal eure Verlängerung des Arms dabei. Also legt die gerne auf jeden Fall in eure Nähe. Und dann treffen wir uns für unseren Flow einmal mittig auf unserer Matte, auf unserer Position. Jawohl. Und verlagern erstmal hier von rechts nach links das Gewicht auf unsere Füße. Spüren erstmal ganz bewusst jeden Millimeter unseres Fußes. Auch mal nach vorne und nach hinten. Du kannst auch mal kreisende Bewegungen machen. Ganz bewusste Gewichtsverlagerung. Auf die Innenseiten, Außenseiten, Fersen, Zehen, Ballen. Und dann komm auch mal bis auf die Fußspitze nach oben hoch und bis auf die Fersen nach hinten zurück. Ganz in deinem Rhythmus, so wie es sich gut anfühlt. Dann auch mal auf die Außenkanten und auf die Innenkanten. Und spüre beide Füße wieder fest auf dem Boden und verlagere dein Gewicht auf den rechten Fuß und hebe den linken vom Boden ab. Ziehe das Knie nach oben hoch und setze einmal die linke Innenseite, Fußsohle in die rechte Oberschenkelinnenseite in den Baum. Hände kannst du gerne zum Ausgleichen benutzen, wenn du es brauchst. Wenn du merkst, das geht ganz gut, dann bringe deine Handflächen vor deinem Herzen zueinander. Halte diese Position, atme. Dann bringe einmal deine linke Hand jetzt nach unten. Ziehe quasi mit der linken Hand zur rechten Seite. Bringe deinen rechten Arm über deinen Kopf
und ziehe mit dem zur linken Seite. Sehr gut. Atme noch einmal tief ein und aus. Bringe deine Hände dann wieder locker vor dich, löse langsam vom Baum. Geh dann hier mal einen Schritt nach hinten zurück, dass du nur auf der Fußspitze hinten stehst. Und mit dem rechten Fuß kommst du noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Schiebe jetzt hier dein rechtes Knie weit nach vorne. Nach hinten das Bein richtig schön lang, lang bis in die Leiste. Und bring deine Arme jeweils nach vorne, nach hinten zurück in den Krieger. Handflächen zeigen nach unten. Sehr gut. Und drehe deinen Oberkörper jetzt auch mal so weit nach links, wie du kannst. Und öffne dein rechtes Knie so weit nach rechts, wie es geht. Sehr gut. Halte die Spannung, halte die Kraft, lass deine Beine arbeiten. Schau, dass der ganze Fuß vorne auf dem Boden steht. Atme tief ein und aus. Letzter Atemzug. Dann bringe deine rechte Hand neben den rechten Fuß auf den Boden. Setze hinten deinen Fuß quer ab und öffne den linken Arm zum Himmel. Drück die Brust raus, Schulter nach hinten zurück. Jawohl. Bringe dann langsam auch deine linke Hand nach unten. Jetzt greifst du einmal mit deiner rechten Hand unter deinen rechten Oberschenkel durch und versuchst mit der linken Hand dich hier hinten zu umgreifen. Brust rausdrücken, Schultern zurückziehen. Jawohl, so weit wie du kannst. Und wenn du merkst, du brauchst eine Armverlängerung, dann hast du direkt einen in deiner Nähe. Jetzt kannst du auch mal versuchen, ein rechtes Bein so weit durchzustrecken, wie es geht. Noch ein tiefer Atemzug. Dann löse langsam einmal deine Arme, roll dich langsam wieder nach oben auf. Jetzt nimm dir schon mal deine Armverlängerung, falls du sie jetzt gleich brauchen wirst. Komm einmal wieder relativ mittig zusammen und bringe jetzt einmal dein rechtes Bein nach oben hoch. So, jetzt zeige ich euch, was wir vorhaben. Wir haben jetzt vor, hier von hinten unsere Hände zu umgreifen. Das heißt, das Bein ist hier oben und wir greifen hier mit dem Oberarm an der Innenseite unseres Beines quasi vorbei. Das schaffe ich auch noch nicht, mich da zu umgreifen. Deswegen nehme ich mir erstmal hier unten quasi meine Armverlängerung, nehme ich dann hier nach oben und versuche hier dann zusammenzuhalten. Genau. Erstmal quasi unten greifen, Puch. Dann nach hier oben zusammen. Yes. Ah, das sieht gut aus. Jawohl. Achtet jetzt nur drauf, ihr geht über die Innenseite eures Beins. Nicht über unten, sondern über innen. Puch. Jawohl. Und wir entspannen. Löse das Ganze einmal. Leg das kurz einmal zur Seite weg. Greife deine Hände hinten ineinander. Drück die Brust raus, Schultern zurück. Und lass den Oberkörper nach vorne fallen.
Den Kopf nochmal entspannen. Und dann lege deine Hände auf den unteren Rücken. Löse deine Hände, lass sie locker nach unten fallen. Und rolle langsam mit dem unteren Rücken auf. Der Brustwirbelsäule, den Schultern und dem Kopf. Und dann verlagerst du dein Gewicht langsam wieder auf deinen linken Fuß. Ziehst dein rechtes Bein hoch und setzt deinen Fuß in den Baum. Entweder die Hände zum Ausgleichen benutzen oder erstmal vor dein Herz. Handflächen schließen bzw. aufeinander legen. Wenn das gut klappt, darfst du deinen rechten Arm einmal unten nach links ziehen und den linken über deinen Kopf nach rechts. Noch einen tiefen Atemzug. Bringe deine Arme dann langsam wieder zu dir zurück. Löse deinen rechten Fuß. Einen halben Schritt nach hinten. Nur die Fußspitzen aufsetzen. Mit dem linken einen halben Schritt nach vorne. Schieb dann dein Knie so weit nach vorne, wie du kannst. Arme gehen nach vorne und hinten ausgestreckt. Handflächen zum Boden. Und dreh den Oberkörper zur rechten Seite. Öffne dein linkes Knie so weit zur linken Seite, wie du kannst. Atme, spüre die Kraft in den Oberschenkeln. Das sieht gut aus. Noch ein tiefer Atemzug und dann setze deine linke Handfläche neben deinen linken Fuß. Hinten den Fuß quer aufsetzen und mit dem rechten Arm lang nach oben Richtung Himmel, Brust raus. Und wenn das gut klappt, versuchst du dich jetzt einmal hinten zu umgreifen. Das heißt, der linke Arm geht unter der Innenseite, unter dem Oberschenkel vorbei und der obere kommt von oben. Brust schön rausdrücken und wenn das alles gut klappt, versuch auch dein linkes Bein in dem Fall jetzt so weit durchzustrecken. Also das Bein, wo du rumgreifst. Sehr, sehr gut. Alles immer so weit wie geht. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann löse langsam deine Hände. Richte dich langsam nach oben auf. Greife dir hier einmal wieder deine Armverlängerung. Stell dich mittig auf, verlagern uns wieder auf den rechten Fuß jetzt, heben das linke Bein nach oben an, jawohl, wir dürfen jetzt hier wieder über die Innenseite, ich komme mal wieder weiter nach vorne, über die Innenseite, super, ich kriege mich selber nicht gegriffen, über die Innenseite auf jeden Fall nach hinten versuchen wieder zu umgreifen, ja, jetzt habe ich es. Jawohl, Brust schön rausdrücken, Hüfte öffnen. Jawohl, Sam, sehr gut. Sauber, Lena. Schön, Lisa. Jawohl. Susi, nicht über innen, sondern das Bein bleibt quasi so. Und du versuchst von hier quasi deinen anderen Arm hier zu umgreifen. Nicht einfach, ich weiß.
Jawohl. Einfach ein bisschen rumspielen. Mal eine neue Übung heute. Darf man erstmal kennenlernen. Ist klar, dass man das nicht perfekt hinkriegt. Sehr gut. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann entspannt aus der Position. Legt euer Helferlein zur Seite. Hände hinten wieder ineinander greifen. Brust raus, Schultern zurück. Oberkörper fallen lassen. Arme fallen nach vorne. Und dann leg langsam die Hände wieder auf den unteren Rücken. Löse die Hände, lass dich locker nach unten hängen. Und hier starten wir nämlich direkt in den nächsten Flow. Setze deine Hände dann einmal unter deinen Schulterblättern für die Brettposition auf und geh mit deinen Füßen dann in die Brettposition nach hinten zurück. Halte hier die Position für 5 tiefe Atemzüge. Konzentriere dich auf eine gerade Linie. Und versuch dich mal wieder daran zu erinnern, durch die Nase ein- und durch den Mund auszuatmen. Mit dem nächsten Ausatmen schieb dich in den herabschauenden Hund hoch. Brust Richtung Knie, Fersen zum Boden. Wird jetzt gleich wieder ein bisschen spielerisch, ihr Lieben, weil wir versuchen, von dem herabschauenden Hund gleich in den dreibeinigen herabschauenden Hund zu gehen, uns umzudrehen in die Brücke. Ich gebe euch natürlich noch einige andere Alternativen dazu, aber damit ihr schon mal wisst, wo wir uns gleich hindrehen, bringe jetzt hier erstmal den rechten Fuß lang nach oben und lass den Unterschenkel zur linken Seite fallen. Öffne deine Hüfte, öffne deine Bauchdecke im dreibeinigen herabschauenden Hund. Jetzt positioniere einmal deine linke Hand mehr zur rechten Seite, dass du dich theoretisch gleich direkt umdrehen kannst. Denn normalerweise lassen wir uns jetzt quasi direkt hier hinten einmal in die Brücke fallen. Da ist natürlich noch nicht die Mobilität für alle gegeben. Wer es kann, darf das dementsprechend schon mal versuchen. Wer da noch nicht so fix drin ist, kommt in die Tischposition. Also dreht sich hier einmal mit den Handflächen auf den Boden, Fingerspitzen Richtung Füße. Und Hüfte geht so weit hoch, wie es klappt. Jawohl, sehr gut. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann rolle dich langsam auf den Boden ab. Und komm mit einem leichten Schwung quasi in die Sitzposition wieder nach oben hoch. Hier streckst du dein linkes Bein aus und dein rechtes ist so nah an dir dran, wie du kannst. Also setzt deine Ferse quasi fast an den Po. Jetzt bräuchtest du vielleicht gleich wieder dein Helferlein. Weil jetzt versuchen wir dasselbe wie im Stehen, von innen wieder nach außen hier zu umgreifen und beide Hände sich wieder berühren zu lassen. So eng, wie du kannst, richtig fest umgreifen und dann beugst du dich so weit nach vorne mit der Nase Richtung Knie, wie es geht. Ach, guck mal, ich krieg mich sogar schon gegriffen jetzt. So, ich gerne noch mal ein bisschen näher. Also Nase so weit zum Boden runter, wie du es schaffst. Jawohl. Wenn das mit dem Umgreifen noch nicht so gut klappt, dann versuch dich einfach aus der Position, ohne das zu umgreifen, so nah runter zu ziehen, wie es geht. Damit du auch eine schöne Dehnung in der Oberschenkelrückseite erhältst.
Letzter tiefer Atemzug. Und löse langsam. Setze deine linke Handfläche unter deiner Schulter auf. Dreh dich dann direkt einmal zur Seite hoch und setze den rechten Fuß wieder in die Innenseite deines linken Oberschenkels. Jawohl. Das sieht großartig aus. Sehr gut. Atme hier schön tief ein und aus. Noch einen Atemzug. Und dann setze deine rechte Hand auch in die Planke nach unten zurück. Komm in die Brettposition. Und von hier gehen wir jetzt quasi auf die andere Seite. Also erst nochmal hier stabilisieren, fokussieren. Und den gesamten Flow spielen wir jetzt nochmal durch. Mit dem nächsten Ausatmen schieb dich in den herabschauenden Hund. Atme durch. Und bringe dann dein linkes Bein lang nach oben in den dreibeinigen Hund. Lass den Unterschenkel nach rechts fallen. Öffne die Hüfte. Öffne die Bauchdecke. Atme noch einmal durch. Setze deine rechte Hand schon mal mehr rüber zur Seite, dass du in die Drehung gehen kannst. Und dann ganz in deiner Übung, entweder in die Brücke oder in den Tisch rumdrehen. Jawohl, sehr gut. Schön. Sieht ein bisschen aus wie Breakdance. Sehr geil. Schön die Hüfte öffnen, Brust aufmachen, egal ob im Tisch oder der Brücke. Jawohl, Hüfte so weit nach oben schieben, wie es geht. Das sieht großartig aus. Noch für 2 tiefe Atemzüge bleiben wir hier. Und dann roll dich langsam nach unten ab und komm mit einem leichten Schwung wieder in den Sitz nach oben. Strecke dein rechtes Bein aus und setze die linke Ferse so nah an dein Gesäß ran, wie du kannst. Yes, sehr gut. Und ganz in deinem Rhythmus wieder von der Innenseite rumgreifen. Hände ineinander mit Helferlein oder ohne. Spiel da ein bisschen rum. Und dann zieh den Oberkörper so weit nach unten runter, wie es geht. Noch ein tiefer Atemzug und dann löse langsam und bewusst. Setze deine rechte Handfläche hinten unter deiner Schulter auf, dreh dich auf die Seite in den Seitstütz und setze den linken Fuß in die rechte Oberschenkelinnenseite. Wundervoll. Atme. Und dann drehe dich jetzt nochmal in die Brettposition zurück. Stabilisiere dich hier noch einmal. Und schieb dich noch einmal in den herabschauenden Hund. Hier gerne etwas dynamisch, dass du mit den Fersen wieder abwechselnd zum Boden runterläufst. Und auch diagonal gerne die Brust und Schulter
vom Knie drückst. Und dann zieh nochmal beide Fersen gleichmäßig runter und versuche jetzt vom herabschauenden Hund Wirbel für Wirbel dich rund zu machen. Wir fangen quasi unten am Rücken an und rollen uns so in die Brettposition nach vorne, wieder in eine gerade Haltung. Und das Gleiche machen wir dann rückwärts wieder zurück. Schön rund werden in den herabschauenden Hund und den Rücken wieder gerade machen im herabschauenden Hund. Mach das für dich ein paar Mal ganz in deinem Rhythmus. Wirbel für Wirbel auf- und abrollen von der Brettposition in den herabschauenden Hund. Krieg da erstmal ein Gefühl für, wie du deine Wirbel ansteuern kannst. Jeden Wirbel einzeln, in was für einem Rhythmus, wie du deine Hüfte und dein Kinn dabei auch mitbewegst. Wundervoll, sehr gut. Und dann treffen wir uns gleich in der Brettposition wieder, wenn du dort angekommen bist. Die nächste Übung, die wir hier machen werden, ist das Kuhgesicht. Komm dann hier erstmal auf die Knie nach unten runter. Und du kennst es bestimmt, wenn du die Beine übereinander überschlägst. Genau das machen wir quasi jetzt hier. Wir überschlagen quasi einmal die Beine übereinander in dieser Position. Yes. Und in der Position setzt du dich jetzt einmal hin. Das heißt, wir sind im Vierfüßlerstand hier. Überschlagen jetzt das rechte Bein über das linke und setzen uns dann zwischen unsere Füße quasi nach hinten hin. Jawohl, so weit wie geht. Wechseln wir von hinten. So, wenn ihr dann hinten angekommen seid, mache ich die Kamera etwas höher, könnt ihr theoretisch wieder euer Helferlein gleich gebrauchen. Greifen quasi einmal mit der linken Hand von unten und der rechten von oben unsere Hände hinter unseren Schulterblättern zusammen. Wenn das nicht so gut klappt, denkt dran, ihr habt hier euer Helferlein. Einfach nutzen und so weit zusammengreifen, wie geht. Sobald ihr eure Position erreicht habt, lassen wir den Oberkörper dabei so weit nach vorne fallen. Jawohl, jeder ganz in seinem Rhythmus, so wie er oder sie mitkommt. Und atmen, ganz wichtig, auf die Dehnungen einlassen. Mit dem Ausatmen immer mehr loslassen. Heute ist viel ausprobieren, viel Neues. Schau, wie weit, sei neugierig, sei stolz darauf. Erfahre Neues, erlebe Neues. Und atme hier noch einmal tief durch. Und dann roll dich langsam wieder auf. Löse deine Arme. Verweile noch einen Moment im Kuhgesicht, so nennt sich diese Übung, die wir gerade machen. Kuhgesicht. Atme noch einmal tief durch. Und dann schiebst du dein Gewicht jetzt quasi einfach wieder auf deine Knie nach vorne und kommst so in den Vierfüßlerstand. Hier angekommen, mach deinen Rücken einmal richtig schön rund in den Katzenbuckel. Hüfte nach vorne, Kinn zum Dekolleté, richtig schön vom Boden wegdrücken. Und lass dich einmal fallen ins Pferd, Hüfte zurück, Kopf in den Nacken. Und noch einmal richtig schön rausdrücken, Wirbel für Wirbel, drück dich richtig vom Boden weg. Und lass dich fallen ins Pferd, Kopf in den Nacken, Hüfte zurück. Und ein letztes Mal. Richtig schön rund werden,
Drück dich richtig weg, Schulterblätter ziehen sich auseinander. Dafür heute haben wir viel gemacht, für die Schulterblätter. Und nochmal fallen lassen ins Pferd. Und dann neutralisiere deinen Rücken langsam wieder. Und jetzt heißt es, in die andere Seite des Kuhgesichts zu gehen. Ich schlage jetzt mein linkes Bein über mein rechtes rüber und setze mich dann wieder zwischen meine Füße nach hinten hin. So weit wie geht. Jawohl. Flex nochmal von hinten. Kommt erstmal in der Position an. Also hier im Vierfüßlerstand rechts mehr in die Mitte setzen. Links quasi überschlagen, Füße etwas auseinanderziehen und zwischen meine Füße setzen. Und das ist eine sehr intensive Dehnung, deswegen immer erstmal die Zeit nehmen, da auch anzukommen. Den Atmen. Und wenn du dich soweit fühlst, geht jetzt einmal der linke Arm von oben und der rechte von unten ineinander. Und hier, wie gesagt, auch Helferlein nehmen. Die Seite klappt bei mir nicht so gut wie die andere. Und ganz in deinem Rhythmus, wenn das gut klappt, lässt du dich noch nach vorne fallen. Wenn du merkst, bis hierhin reicht dir, bleibst du bis hier. Oder auch wenn dir nur das Kuhgesicht reicht, reicht dir nur das Kuhgesicht. Noch einen tiefen Atemzug. Dann roll dich langsam auf. Löse langsam erstmal deine Arme. Verweile noch einen Moment hier im Kuhgesicht. Noch einen tiefen Atemzug. Und dann verlagere dein Gewicht langsam wieder auf deine Knie nach vorne. Kommst dann hier in den Vierfüßlerstand und kannst dich dann über die Seite ohne Verknotungen einmal hinsetzen. Und kommst hier noch einmal in die Grätsche. Bring deine Beine hier nochmal so weit auseinander, wie du kannst, sodass sie auf jeden Fall auch gerade bleiben. Beide Hände gehen runter auf den Boden und wir ziehen uns so weit nach vorne, wie du kannst. Hier nochmal ganz bewusst mit der Atmung arbeiten, mit dem Ausatmen loslassen, tiefer und tiefer in die Dehnungen ziehen. Und dann krabbel langsamer zu deinem rechten Fuß rüber. Zieh dich hier auch gerne diagonal mit der linken Hand auf der rechten Seite nochmal mehr rüber für den Rückenstrecker. Die Nase möchte gerne zu deinem Knie. Entspanne den Kopf aber gerne, nur damit du so eine ungefähre Richtung hast. Und lege den rechten Unterarm nochmal die Innenseite deines rechten Beines. Öffne dich nochmal mit dem linken Arm nach oben, um die Brust hier nochmal schön aufzumachen, stolz zu sein, Schulterblätter zusammenzuziehen. Und wenn du magst, zieh mit dem linken Arm noch Richtung Fuß. Super. Kopf kannst du entspannen, nach oben oder nach unten gucken, wie es angenehm ist. Atme noch einmal tief durch und komm langsam wieder zur Mitte. Zieh dich hier wieder nach vorne. Und krabbel dann langsam zur linken Seite rüber. Auch hier gerne wieder diagonal mit der rechten Hand zur linken Seite rüber. Rückenstrecker schön lang ziehen. Thank you.
Nase Richtung Knie. Noch ein Atemzug. Und dann leg den linken Arm an die Innenseite ab. Und der rechte Arm öffnet zum Himmel nach oben. Brust schön raus, stolz sein. Vorne nochmal schön aufmachen. Und wenn du magst, zieh die rechte Hand über den Kopf Richtung Fuß. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann kommen wir nochmal zur Mitte nach vorne. Sehr schön. Und roll dich dann langsam und bewusst Wirbel für Wirbel nach oben auf. Jawohl. Bringe deine Beine dann mit den Fersen leicht aufgestellt nochmal vor dich. Greife hier einmal deine Füße und dann gehst du mit deinen Fersen einmal so weit nach vorne, wie du deine Füße noch halten kannst und streckst deine Beine so weit durch, wie du kannst. Lässt hier deine Schulterblätter sich nochmal schön auseinanderziehen. Nicht nur die Dehnung für die Beinrückseite, sondern auch für deinen Rücken und deine Schulterblätter. Noch ein tiefer Atemzug. Lass nochmal richtig los mit dem Ausatmen. Und dann löse langsam. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und dann greife dir ein Bein deiner Wahl und lass dich langsam Wirbel für Wirbel nach unten in die Rückenlage. Bringe dann beide Beine nochmal in den 90-Grad-Winkel hoch. Greif dann einmal über die Innenseite deiner Knie an die Außenseite deiner Füße ins Happy Baby und drücke die Knie Richtung Boden nach unten runter. Nochmal schön in eine Hüftöffnung reingehen. Entspanne deinen Kiefer. Entspanne deine Augen. Nochmal tief ein- und ausatmen. Mit dem Ausatmen nochmal mehr loslassen. Und dann löse einmal nur dein linkes Bein, streck das einmal lang aus. Greif mit der linken Hand dein rechtes Knie. Zieh das rechte Knie zur linken Seite rüber und der rechte Arm streckt sich zur rechten Seite aus und der Kopf fällt nach rechts. Ins Krokodil. Atme nochmal richtig tief in deine rechte Seite, in den rechten Brustkorb ein und aus. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Beide Beine aufgestellt. Richte deine Wirbelsäule erstmal wieder schön lang und gerade. Und dann strecke dein rechtes Bein lang aus. Greife mit der rechten Hand dein linkes Knie und ziehe es rechts zum Boden rüber. Der linke Arm streckt sich nach rechts. Der Kopf fällt nach links, der Kopf fällt nach links. Versuch ganz bewusst in deinen Brustkorb links ein- und auszuatmen. Gerade wenn wir immer flach atmen, auch über den Tag oder auch schnell beim Sport, dauert unsere Atemhilfsmuskulatur. Die dürfen wir gerne damit mal wieder etwas öffnen.
Noch ein tiefer Atemzug. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Beide Beine aufgestellt. Leg deine Hände dorthin, wo es angenehm anfühlt. Der Bauch, Unterleib, Boden, Herz. Wähle ganz intuitiv. Leg deine Fußsohlen dann nochmal aneinander. Die Knie, lass sie auseinanderfallen. Schließe deine Augen entspannt. Und erlaube dir für 5 Minuten nochmal komplett loszulassen. Dich zu entspannen und erlaub dir, schwer zu werden. Erlaub deinen Schultern schwer zu werden. Deine Gesichtszüge, dass sie sich ganz entspannt auseinanderziehen. Erlaube deinem Beckenboden, deinem unteren Rücken schwer zu werden. Und schenke dir hier nochmal tiefe Atemzüge und beobachte dabei nochmal deinen Bauch, wie er sich hebt und senkt mit jedem Ein- und Ausatmen. Beobachte, wie jede Zelle deines Körpers atmet. Jeder Atemzug dir zeigt, wie Annehmen und Loslassen funktioniert. Und erlaube dir, deinen Kopf mal mit jedem Ausatmen leerer und leerer werden zu lassen. Nichts, was du tun musst, was du sein musst, was du erfüllen musst. Und genieße einfach dein Sein im Hier und Jetzt. Und sprich für dich mal mit jedem Einatmen das Wort Ich und mit dem Ausatmen das Wort Bin. Ich bin. Und danach kommt nichts, weil du bist einfach. Nichts, was du erfüllen musst, was du sein musst. Einfach nur Ich bin. Und irgendwann lässt du auch diese Worte los und genießt einfach nur dein Sein, dein Licht, dein Wesen. Kehre langsam wieder ganz bewusst
zu deinem Körper. Beobachte nochmal deine Bauchdecke, wie sie sich hebt und senkt. Ganz sanft und leicht, ohne dass du nachdenken musst. Passiert einfach. Beobachte deinen Herzschlag. Kehre immer mehr wieder zu dir in deinem Raum zurück. Spüre den Boden unter dir. Und bewege dann langsam ein wenig deine Finger und deine Füße. Und schließe dann langsam wieder deine Beine. Greife gerne nochmal unter oder über deine Beine. Mach dich nochmal klein. Ein Päckchen aus dir. Roll gerne von rechts nach links. Atme nochmal tief ein und aus. Und wenn du magst, kannst du deine Augen öffnen, deinen Raum einmal wahrnehmen, die Farben um dich herum, die Formen. Und wenn du dich soweit fühlst, zieh dich langsam mit einem Bein in den Sitz wieder nach oben zurück. Nimm dir hier noch einen Moment, bleib noch ganz bei dir. Einfach nur sein, einfach sitzen. Und dann atme über die Seite nochmal tief nach oben ein. Leg die Handflächen aufeinander. Atme aus, führe deine Hände noch einmal zu deinem Herzen und verneig dich hier noch einmal vor dir selbst. Namaste, ich danke mir und nenne für dich 5 Dinge, für die du heute dankbar bist. 5 Dinge, für die du heute dankbar bist. Take your time. Und sobald du soweit bist, kommst du langsam wieder zu uns, hier in unseren Raum zurück. But take your time. Schön, dass ihr da seid. Und auch Jochen darf langsam wieder zurückkommen. Hallo, ihr Lieben. Sehr gut. Ja, heute hatten wir vieles Neues auf dem Programm. Viele Verknotungen. Wie geht's euch denn? Wie fühlt ihr euch denn so, ihr Lieben? Mag jemand sprechen oder sagt ihr so, boah, nee, kein Bock zu reden? Müsst ihr natürlich nicht, ne? Ich habe mich bei manchen Übungen gefühlt, als wäre zu viel Körper im Weg. Ja. Sam, du hast dich nicht nur so gefühlt. Das war so. Bei mir auch. Ja. Ja, es sind halt ziemlich, also ich finde, das sind sehr intensive Übungen. Und auch ich kriege halt viele davon nicht ohne Verlängerung hin. Aber eine habe ich jetzt eben das erste Mal geschafft ohne Verlängerung. Aber im Stehen kriege ich das hier auf jeden Fall noch nicht hin. Also ich musste herzhaft lachen, wie ich die meisten von euch durch den Raum hopsen sehen habe. Ja, so auf einem Bein. Ja, neugierig, ausprobieren, rumspielen. Da gehört rumhopsen dazu. Elisabeth, glaube ich, die hat überproportionale Arme. Die hat das geschafft ohne. Ja, die hat einen genetischen Vorteil. Ja. Du bist stumm, Adelaide, wir hören dich nicht. Ich habe gesagt, das sind portugiesische Gene. Ah. Da hat man automatisch lange Arme. Ich habe nur lange Finger bei den polnischen Genen. Und klebrig sind sie, gell? Also Valerie, was ich gut fand, war, dass wir zwischen diesen komplett neuen Übungen, wo ja auch überhaupt nicht klar war, ob du irgendeine Art von Erfolg oder Entspannung finden kannst. Zwischendrin halt nochmal so ein kurzer Flow war, den man dann wieder nutzen konnte, um irgendwie wieder im, ja, in so einem eigenen Rhythmus zu sein. Das fand ich voll gut. Ich glaube, sonst wäre ich eher in so einen Spielmodus gewechselt, als jetzt wieder zurückzukommen. Ja, fand ich gut. Mega, danke dir. Wertvolles Feedback. Sehr wertvolles Feedback. War auf jeden Fall auch schön, bei dir zu beobachten, Lena, wie du halt direkt von dem herabschauenden Hund quasi dich in die Brücke gedreht hast.
gibt Dinge da, was man kann. Ja. Richtig gut. So, und dann dreht ihr euch in die Brücke. Andere erstmal so, was will die jetzt für mich? Und Lena direkt so, okay. Ich habe dann mal gewartet. Ja, das ist schön. Schön, sehr gut. Susi, wie fühlst du dich? Gut. Danke dir. Perfekt. Super. Alles sehr gut. Fest, aber ist egal. Macht Spaß. Danach ist es auch eine Massage, das ist alles so warm. Weißt du, ne? Was ich meine? Oh. Ja, man fühlt sich jetzt so. Ja. Absolut. Ja, es geht ja auch nicht darum, die Übungen so perfekt zu machen, ne? Sondern einfach so, wie jeder für sich in dem Moment fühlt, so ist gerade gut. Und dann merkt man, man wird auch da von Mal zu Mal immer etwas intensiver in die Übung gehen können. Schön. Danke dir, Susi. Lisa, wie war für dich Yoga jetzt so zum Reinkommen wieder? Hm? Gut, also am Anfang habe ich gemerkt, es geht mir doch noch sehr auf den Brustkorb. Ich bin halt immer noch nicht so ganz gesund, aber es ging mit der Zeit. Also man merkt ja auch langsam dann, dass die Muskulatur ein bisschen warm wird und das fühlt sich auf jeden Fall aktuell sehr gut an. Nach 3 Wochen gar nichts tun, mal wieder so ein bisschen langsam wieder. Ja, doch, vielen Dank, war sehr schön heute. Super, das freut mich. Sehr schön, Lisa. Das beruhigt mich. Guter Einstieg hier, perfekt. Okay, ja, dann Jochen, wie war es für dich? Außer auch zu viel Körper, was du zugestimmt hast bei Sam. Ich fand's wie gesagt lustig zwischendurch, euch zuzugucken, weil ich bin dann einfach ausgestiegen, ja. Es hat gar keinen Sinn gemacht, aber nö, es war okay. Also ich bin das erste Mal beim Yoga an meine Grenzen gekommen. Ich bin ja extrem flexibel und heute habe ich mal gemerkt, okay, da sind doch noch ein paar Grenzen da, ja. Ach so, ja, dieses Kuhgesicht, Valerie, fand ich ultra gut. Ja. Ich hatte das total überrascht, wie unterschiedlich die Seiten da kommen. Also ich fand das, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde, je nachdem, wie man die Füße gelegt hat, ich habe einen richtig fiesen Schmerz im Äußeren und Oberschenkel gefunden. Also ich werde die Übung definitiv in meine generelle Dehn-Session reinnehmen, aber das fand ich total überraschend. Ja, finde ich auch. Ja. Also das Kuhgesicht finde ich super intensiv, aber so... Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist jetzt nicht so eine intensive Dehnung, sondern du merkst einfach, da sind so richtige Strukturen und Fasern, die beansprucht werden. Vorsichtig, Sam. Sei vorsichtig, bitte. Ja, das ist genau die Übung, wo ich dachte, da ist zu viel Körper im Bild. Da ist irgendwas, ja. Also was du als Unterstützung immer noch gut machen kannst, ist, wenn du dir quasi hier unter das Knie, hier vorne, wenn du das machst, nochmal ein Kissen oder sowas drunter legst, weil dann ist das nicht so ganz intensiv. Hier quasi, wenn du hier noch so ein bisschen Polster oder sowas zwischen hast, zwischen Oberschenkel und da, wo du hier quasi dann berührst. Aber ich habe das quasi dann auch hier, genau wie Lena. Also ich bin da ganz bei dir. Ja, da habt ihr ja einige Impulse jetzt bekommen, ihr Lieben, was ihr in eure Routinen einbauen könnt, würde ich mal so vermeinen, ne? Was sagst du, Adelaide? Wie war es für dich? Für mich war es super. So. Und dann? So. Oder? Easy. Ja, sehr gut. Und jetzt kannst du quasi versuchen, das obere Bein noch mehr abzulegen, sozusagen. Also den genau. Das da, genau. Ja, genau. Ah, da perfekt. Da sind schon noch viele Defizite. Sehe ich. Ja. Adelaide, du bist ganz verkürzt, ja. Also muss ich schon sagen. Finde ich auch. Ja, ja. Das ist kacke. Sind halt nicht alle so wie du, Jochen, so beweglich. Ja. Genau. Nee, das war okay. Super. Sehr gut, ihr Lieben. Das freut mich. Super. Dann lasst das Ganze mal nachwirken. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Moment, gleich. Wie war es denn für Sie? Ja? Genau. Für mich war es sehr schön. Ich probiere die Übungen ja vorher immer aus, bevor ich die mache. Sonst wäre ja ein bisschen, so kann ich die ja gar nicht anleiten. Also es sind jetzt natürlich auch relativ neue Übungen für mich gewesen, aber ich finde die sehr angenehm tatsächlich. Intensiv, aber sehr angenehm. Auch das auf dem Boden, wo wir quasi so rumgegriffen haben und die Schulterblätter sich so richtig aufgemacht haben. Lena so, Das sind natürlich alles so Dinge, da muss man sich wirklich drauf einlassen. Ne? Also man hat wirklich dann dieses, man muss locker lassen und mit dem Ausatmen loslassen. Dann habe ich halt richtig gemerkt, wie ich halt auch so zwischen meine Schulterblätter gekommen bin. Das war schon angenehm. Aber halt bei manchen Übungen, da denkst du dir einfach nur so, boah, das tut einfach nur weh. Aber wenn man sich drauf einlässt, dann geht's. Ja. Schön. Ne?
Ach, und bei mir war auch Raclette im Weg. Ja. Zwischendurch. Raclette von gestern. Und die eine oder andere Schokolade, oder? Ja, Sam, sei ehrlich. Ein Kinderbueno. Kann ich ins Training auch sagen, bei mir war der Wein im Weg. Oh. Kommt. Geil. Sehr gut. Ja, dann verdaut mal euren Wein, eure Raclettes und Kinderbuenos. Das heißt, Lisa, nächste Woche wirst du noch ein bisschen ruhiger machen, oder? Ja, ich definitiv bin ich noch nicht fit für dein Sportprogramm. Aber dich hat es so richtig flachgelegt, gell? Das war richtig heftig. Ja, ich hatte ja, alle. Ich war auch 13 Tage positiv und ja. Also ich weiß nicht, man hört es vielleicht noch, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft und ich merke es auch teilweise im Brustkorb, also das Atmen. Deswegen, ich denke mal, 1-2 Wochen brauche ich wahrscheinlich noch. Okay. Ja, dann gute Besserung weiterhin, gell? Danke.